Oh, hallo und herzlich willkommen, liebe Hartstund-Freunde. Ich bin der Lean, aber die meisten von euch kennen mich ja schon. Und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen guten Clan-Kollegen dabei, und zwar den Ultra. Der ein oder andere kennt den ja schon aus den Clan-internen Turnieren. Da habe ich ja schon des Öfteren gegen ihn gespielt. Und heute habe ich ihn an meiner Seite. Zwar nicht neben mir sitzen, leider, aber zumindest von der Stimme her. Und das neue Hearthstone-Add-on, das große Turnier, ist ja jetzt released. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Deck für mich bauen, für den Magier. Und dann werde ich es auch direkt gegen ihn spielen. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Aber erstmal Ultra, hi. Schön, dass du hier bist. Grüße. Ja, danke schön. Ja, hast du dir auch 50 Packungen vorbestellt? Ja, in meinem Kartenwahnsinn habe ich das in der Tat getan. Okay, und hattest du Glück? Ich hatte ja drei Legendaries drin. Ich glaube, die meisten meiner Abonnenten haben das gesehen. Und wie ist es bei dir gelaufen? Ja, so in etwa. Im Endeffekt habe ich zwei Legendäre rausgezogen. Mhm. Drei, wenn man es genau nimmt, nur eine durfte ich entzaubern. Ah, hat sie eine doppelt? Jawohl. Ah, okay. Ja gut, das ist ja natürlich Pech, aber trotzdem schön. Ich habe von einigen gehört, die hatten sogar gar keine Legendary drin in den 50 Packs. Das ist dann natürlich wirklich bitter, ne? Ja gut, ja, dann können wir beide uns auf jeden Fall nicht beklagen. Ja, ich hatte ja in der normalen Spielen gewerteten Serie jetzt das Pack-Opening gemacht in der Folge 201. Und in der Folge 202 habe ich nochmal 7 Packungen geöffnet, weil dann auch das Spiel abgeschmiert war. Und habe dann so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Das heißt, die Leute, die wissen jetzt Bescheid ungefähr, welche Karten ich habe. Aber wir wollen ja jetzt erstmal ein Magier-Deck für mich bauen. Da habe ich jetzt noch nicht so viele. Warte, Moment. TGT Magier-Deck. So, und ich habe dich dazugezogen. Das ist mal was Neues, ne? Mal einen Clan-Kollegen mit eingebunden in die YouTube-Videos quasi. Und dann habe ich auch ein bisschen Unterstützung in Sachen Deckbau. Ultra ist ja auch nicht gerade schlecht, spielt ja auch ziemlich lange und gut Hearthstone. Und ja, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Magier gespielt mit den neuen Karten? Ja, ich hatte schon Gelegenheit, ein paar Sachen auszuprobieren. Mhm. Und ich muss ernsthaft sagen, also der Magier ist schon ziemlich böse geworden. Ja, also als ob er nicht schon vorher schon böse wäre. Ja, das ist mir auch schon in dem Kartenchaos aufgefallen, dass der Magier ein paar richtig gute Karten hat, ne? Oh ja, sehr starke Karten vor allem. Hm. Ja, ich hatte nicht ganz so viel Glück. Ich sag mal, ich habe den gefallenen Helden, den habe ich gekriegt. Und ich habe auch das neue Geheimnis, das FIG oder so, ich kann das nicht aussprechen, drei Mana das Ding, das Geheimnis habe ich gekriegt, ist eigentlich auch ganz cool, aber da braucht man glaube ich auch ein Deck mit etwas höheren Dienern, dass sich das auch lohnt, ne? Ja, wobei ich mir da denke, das könnte eine sehr nette Kombination mit, also ich weiß es nicht, ob du Antonidas hast. Nee, leider nicht, leider nicht. Aber vorab, falls du irgendwann mal Antonidas haben solltest, kommt das bestimmt richtig gut, weil Antonidas 7 Mana, ne? Ja, das ist klar, das ist klar. Und Antonidas ist halt oft ein Primärziel. Antonidas ist einfach eine Bedrohung und den werden die Spieler auch versuchen, so schnell wie möglich wegzubomben. Ja, das denke ich auch, ja. Ja, das denke ich auch, aber leider habe ich die Karten nicht. Wie gesagt, ich habe ja auch, ich meine, die meisten meiner Zuschauer wissen es und du ja eigentlich auch. Ich habe ja zwei Accounts, ich habe ja den Unknown, mit dem ich angefangen habe und jetzt hier den Lean-Account, meinen eigentlichen Main-Account, mit dem ich jetzt für YouTube nochmal neu angefangen habe. Und ja, also wie gesagt, ich habe auch leider die für 6 Mana, die 6-6, den Drachen von Kaltara, den habe ich leider auch nicht bekommen. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich mir den herstelle, aber ich weiß auch nicht, ob das so effektiv ist dann mit einem davon oder so. Das kann ich leider auch noch nicht beurteilen. Ich habe den Kaltara-Drachen leider auch noch nicht bekommen.
Generell, was Magierkarten angeht, ich meine, ich habe schon ein paar bekommen, ja. Ja. Unter anderem auch diesen gefallenen Helden. Aber der Drache von Kaltara, der ist halt auch wieder so ziemlich situativ. Ja, ja. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal den zweiten Mana-Wurm herstellen. Da kann ich sagen, weil davon habe ich nur einen und das sind 40 Staub. 40 Staub ist nix und den stelle ich mir jetzt nochmal her, weil den braucht man einfach zweimal, finde ich, ne? Den ja, auf Mana-Wurm. Jeden Fall. Das ist eine alte Karte und die ist halt wirklich auch sehr effektiv. Ja. Ein Mana und für jeden Zauber plus ein Angriff, das ist halt... Ne? Ja, ist auch so eine Pflichtkarte für Magier, würde ich sagen, ne? Das durchaus, ja. Das durchaus. Ja, dann packe ich die doch erstmal zweimal ein, oder? Dann haben wir einen schönen One-Drop. Ich meine, wir können auch mal gucken. Ich guck mal kurz, mach mal nur das große Turnierkarten und blätter da mal in die Neutralen rein. Vielleicht können wir da auch irgendwas machen. Ich habe zum Beispiel den einfachen Knappen für einen Mana eine 1-2 Inspiration, erhält plus einen Angriff. Ja, ja, ja. Der ist, der ist natürlich auch sehr stark im Magier. Allerdings ist halt gegen, finde ich persönlich, gegen Magier, gegen Magier so oder so, aber gegen Paladine und Priester ist er halt doch sehr anfällig mit seinen zwei Leben. Da ja, finde ja. ich halt, ist der Mana-Wurm ist halt wesentlich robuster mit 1-3. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja gut, dann nehme ich auf jeden Fall als One-Drop schon mal den Mana-Wurm. Und als 2-Drop habe ich hier auf jeden Fall den Flammenjongleur. Kampfschrei fügt einem zufälligen Feind einen Schaden zu. Den hätte ich. Ist als 2-Drop natürlich auch nicht schlecht, wenn der Gegner als 1-Drop irgendwas spielt mit einem Leben, ne? Ja, natürlich. Also da hast du halt die Chance, mal auf, natürlich am Anfang 50-50, ne? Wenn der jetzt einen Lepragnom draußen hat, du spielst einen Flammenjongleur. Kann das auch Face gehen, ne? Ja, ja, heißt ja einen Feind und nicht Diener, ja, ne? Ja. Ja, vielleicht sollte ich da lieber den gefallenen Helden einbauen, wa? Schon mal. Gefallener Held, finde ich, ja, ist eine sehr schöne Option. Ja, ja, den baue ich schon mal zweimal ein. Ich habe den einmal in Golden, einmal in Normal, den packe ich jetzt zweimal rein und, ja, ansonsten habe ich auch noch den Knochenwachen Leutnant, heißt der, glaube ich, ja. Für 2 Mana, 3-2 Inspiration plus ein Leben. Den finde ich eigentlich ganz gut. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich den immer ziemlich leicht wegtraden konnte. Im Kartenchaos und auch in dem Probespiel eben. Ich weiß nicht. Ja, bei dem ist halt wieder dazu, ne? Erstens kommt es drauf an, wann du ihn ziehst, natürlich. Ja, genau. Und natürlich. Er ist halt natürlich auch ein Bedrohungsfaktor, ne? Wenn du den aufpumpen lässt, dann kriegst du den irgendwann nicht mehr weg. Außer du bist ein Paladin, Equality, Weihe und so weiter und so fort. Ja, klar. Aber er ist schon recht gut. Also ja. Ich würde es sogar fast empfehlen, den reinzumachen. Okay, dann mache ich den zweimal rein. Dann mache ich ihn zweimal rein. So, dann blätter ich mal weiter. Dann habe ich auf jeden Fall noch den Agentum Reiter. Ja, okay, das ist jetzt Champion des Lichts, Dämonen zum Schweigen bringen. Dann habe ich noch den Drachenfalkenreiter. Der ist für 3 Mana eine 3-3 mit Windzorn, wenn ich vorher eine Heldenfähigkeit mache. Eigentlich nicht übel, aber ich finde es jetzt auch nicht so überragend. Was sagst du zu der Karte? Ja, also der Drachenfalkenreiter, finde ich persönlich, ist auch zu schwach. Mit 3-3. Ja, ne? Von mir aus, pack dem 2 Mana mehr drauf und ein bisschen mehr Leben, mehr Angriff. Dann könnte das eine recht gute Karte werden. Aber also mit 3-3 und 3 Mana Inspiration, vielleicht muss ich dazu sagen, in dem Kriegerdeck mit dieser Ansturm. Mit dieser Kriegshymnen-Anführung. Ja, gut. Das ist. Das wäre vielleicht eine Option, aber für einen Magier jetzt nein. Definitiv nein. Okay. Dann hätte ich auf jeden Fall noch den Eiswüter, aber ich meine, gut, der ist natürlich verbessert worden. Der Magma-Wüter ist ja jetzt quasi geoutdated worden. Und ja. Jetzt ist die Frage, der Eiswüter, weiß ich nicht, würdest du den einbauen? Findest du den jetzt mittlerweile so gut, dass du den einbauen würdest, oder? Nein. Nee, auch nicht, das, ne?
Da könnte ich mir auch gleich den Magma wieder reinpacken. Da hättest du quasi denselben Effekt. Ja. Also. Und da ist der Drachenfalkenreiter schon fast besser als der Eiswüter, ne? Definitiv. Ja. Und dann habe ich hier als nächstes Meister des Kolosseums. Aber da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Der ist überhaupt nicht gut, ne? Lass den Diener zurück auf eure Hand verdingern. Gerade von, wenn du jetzt ein Deck baust, das auf die Hero Ability baut, nein. Ja, sehe ich ähnlich. Saboteur ist natürlich am Anfang, gerade jetzt, wo das viele spielen mit der Heldenfähigkeit, ist ja ganz gut. Ne? Ich habe die Karte einmal, also einmal könnte ich den Saboteur reinmachen. Das finde ich auch. Also dieser Saboteur kann schon ein richtiger Gamebreaker sein. Mhm. Ja, ich packe ihn einmal rein, weil, wie gesagt, ich hatte ja auch eine kleine Kartenvorstellung gemacht in drei Parts, also wo ich jede einzelne Karte ein bisschen meine Meinung zugesagt habe von dem neuen Add-on, und da war der Saboteur auch dabei, und ich meine mich erinnern zu können, dass ich damals auch gesagt habe, der Saboteur ist eigentlich meiner Meinung nach nicht so cool, weil es halt nur für einen Zug ist, die Heldenfähigkeit. Es ist halt ähnlich wie Loatep. Nur Loatep ist halt direkt sämtliche Zauber sind für einen Zug geblockt, und dann kann man den Gegner schon finishen. Die Heldenfähigkeit, gut, die ist jetzt durch das Add-on ein bisschen wichtiger geworden, aber es ist jetzt noch nicht so stark, dass ich sagen würde, boah, der Saboteur, damit kann man ein Spiel komplett rumreißen. Aber durch das neue Add-on, und darauf wollte ich hinaus, jetzt benutzen halt sehr, sehr viele die Heldenfähigkeit mehr als vorher und bauen sich Decks dafür. Und deshalb glaube ich schon, dass der Saboteur zumindest jetzt momentan noch gut was reißen kann. Ja, in der Tat. Ja, also ich denke mal, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten, wenn die Leute aufhören oder nicht mehr so häufig diese Karten einbauen mit Inspiration, dann wird der Saboteur ein bisschen schwächer werden, aber momentan ist er sehr stark. Ja, okay. Das sehe ich genauso. Also okay. Außerdem ist er mit 4-3 doch recht solide für 3 Mana. Ja, ne? Ja, okay. So, dann habe ich hier Maid des Sees 2-mal. Die würde ich auch ganz gern reinpacken, 2-mal für 4 Mana. Ja, das auf jeden Fall. Und wer mir extrem ins Auge springt, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber das interessiert mich auf jeden Fall. Ich habe hier den frierenden Schneebold. Frierender Schneebold. Ja. Moment, dann müssen wir erstmal schauen. Zauberschaden plus 1, 2-6 für 4 Mana. Eine 2-6er für 4 Mana. Ich erinnere mich, dass ich damals, als ich mit Hearthstone angefangen habe, da gab es, glaube ich, für 4 Mana den Zauberer von Dalaran oder so ähnlich. Und der hatte nur 1-4 und einen Zauberschaden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß. Nee, für 4 Mana gab es schon den Ogre-Magier mit 4-4 und Zauberschaden. Ah, welcher war das denn? Welcher war das denn? Verwechsel ich das jetzt? Der Magier. Ach, für 3 Mana war das. War für 3 Mana. Ja, Magier von Dalaran. Für 3 Mana 1-4 mit Zauberschaden. Und jetzt haben wir. Ja, okay. Jetzt haben wir für 4 Mana den. Aber was hältst du von dem? Nochmal zurück zum Thema. Frierender Schneebold. Geil oder nicht gut? 2-6 ist natürlich sehr solide, nur Zauberschaden, ich sehe halt momentan oder mittlerweile sieht man ja kaum noch Decks mit Zauberschaden, außer vielleicht mal so ein Schurken oder so ein Hexenmeister, und das fällt dann auch schon ziemlich aus der Reihe raus. Also von dem her, wenn du entgegen der Meta spielen möchtest, bestimmt nicht schlecht in so einem schönen Zauberschaden-Deck. Ja, 2-6 ist halt auch recht schwer wegzubekommen. Mhm. Aber jetzt für das Deck, was wir hier bauen, nein. Okay, dann lasse ich den jetzt erstmal beiseite, aber behalte ich mal im Hinterkopf. Dann muss ich nochmal kurz hier auf das große Turnier umstellen. So, wo waren wir dran? Wir waren hier. Dann habe ich auf jeden Fall den Imbissbuden Tuska. Für 4 Mana eine 3-5 stellt bei jedem Helden 4 Leben wieder her. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man so ein Heavy-Control-Deck baut mit vielen hohen Dienern. Was sagst du dazu? Das sehe ich genauso. Kann halt auch ziemlich ein Gamebreaker sein, auch für den Gegner. Ne?
wenn er dich halt runterprügelt und du ziehst es gerade mal diesen Puskar und haust ihn raus und der gibt dir einfach mal direkt wieder 4 Leben. Da wird dein Gegner erstmal denken, toll. Was ja, gegen Rush-Decks auf jeden Fall eine gute Sache, ne? Auf definitiv. Hm. Also dann würde ich mir sogar überlegen, einmal reinzubasteln. Mhm. Okay. Behalte ich jetzt auch mal im Hinterkopf. Ja, dann habe ich auf jeden Fall noch den Spot hier für 4 Mana, den 5-4er, den also von den Stats her gibt es den ja schon mal, nur der hat damals 5 Mana gekostet. Was hältst du jetzt davon, wo der billiger ist? Ich weiß noch nicht so, wo ich denn jetzt genau einordnen sollte. Ja, das geht mir ähnlich. Da weiß ich auch nicht, ob ich den reinpacken sollte oder nicht. Hm. Vor allem, es gibt doch einen Spotter mit 5-4. Sekunde. Der kostet allerdings, glaube ich, 5 Mana. Ja, genau, der kostet, den gab's schon. Von den gleichen Stats, nur 1 Mana teurer, genau. Das ist halt die Frage, ne? Das war doch der Goblin-Leibwächter, ja, genau. Oder irre ich mich? Nee, das ich glaube, da hast du recht. Ja, also von dem her, ich weiß nicht, also 5-4, das ist halt wieder die gleiche Situation wie mit diesem Eiswüter. Das ist genau dasselbe, dass da einfach irgendwie was vertauscht wurde von den Zahlen. Also, ja. Naja. Aber es reicht trotzdem noch nicht. Es ist noch nicht so cool, dass man es dann haben möchte, ne? Ja, richtig. Turnier Sanitäter stellt bei eurem Helden 2 Leben wieder her. Inspiration. Ich meine, für 4 Mana eine 1-8 kannst du eigentlich knicken, ne? Ja, allerdings ist der Inspirations... ist die Inspiration halt sehr interessant. Ja, genau, genau. Aber ich kann mir den gut vorstellen, zum Beispiel bei einem Priester, wenn man dann noch Leben verdoppeln in einer Feier macht und der einfach so einen One-Turn-Kill möglich macht. Aber ich weiß jetzt nicht. Entweder das oder halt mit dieser neuen Lichtwächterin sozusagen, diesem heiligen Champion. Ja, genau, genau. Ja, das ist übel. Dann würde die ja quasi zweimal gebufft. Einmal durch das Viech und einmal durch deine Hero-Ability. Das heißt, die kriegt instant plus 4 Angriff. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Ja, auf jeden Fall. Anwerber habe ich hier noch. Erhaltet einen knappen 2-2 auf die Hand. Aber ich weiß nicht, das sind alles nicht so Karten, die ich jetzt unbedingt beim Magier haben will, oder? Wie siehst du das? Das ist der Anwerber. Nee, definitiv nicht. Ja, nee, dann habe ich hier noch den Aufziehritter mit einem befreundeten Mech, aber Mechs habe ich jetzt nicht unbedingt. Wir spielen ja keinen Mech-Mage. Ja, richtig. Grubenkämpferin für 5 Mana eine 5-6, die habe ich auch zweimal. Ich finde ehrlich gesagt, die kann zwar nix, aber für 5 Mana eine 5-6 klingt doch erstmal super stark, oder? Ja, im ersten Moment vielleicht schon, aber es gibt halt so viele Karten, die einfach besser sind. Mhm. Also, gerade für 5 Mana, 5-6, natürlich ist das erstmal eine Hausnummer, klar. Aber es ist auch sehr leicht konterbar. Okay. Was hältst du? Okay, ich habe hier noch Muklas Champion. Ich brauche jetzt nicht jede einzelne Karte, ne? Ich glaube, dann wird das Video auch zu lang. Ich meine, wir haben ja Zeit, aber man muss ja nicht übertreiben. Also Muklas Champion verleiht den anderen Dienern +1/+1 Inspiration Wildtier. Ich glaube, das ist für den Magier auch nichts. Und nee, das würde sich vielleicht in einem Zoolock oder genau, so. Genau. Oder vielleicht auch bei einem Jäger. Bei einem Jäger, gerade als Wildtier. Vielleicht sogar auch mit einem Druiden durch die neuen Karten, durch die Beast-Karten. Aber das wäre auch eine Option, das ist richtig. Räuber. Aber für deinen Magier definitiv nicht. Ja, genau, das meine ich auch. So, jetzt habe ich noch für 5 Mana einen 4-4er Räuber der Qualdir oder so ähnlich. Inspiration erhält +2/+2. Finde ich persönlich sehr, sehr stark. Ne? Ja. Gerade wenn wir jetzt mal schauen, gerade beim Magier, stell dir mal vor, du hast diesen Räuber der Qualdir auf dem Feld. Mhm. Du spielst die Kombination mit hier diesem Garnisonsleiter und also sich der Might des Sees oder so. Ja? Mhm. Dann kannst du zweimal deine Hero-Ability ziehen und der bekommt gleich mal +4/+4. Dann hast du da einen soliden 8-8er dastehen. Und 4-4. Den kriegt ihr am Anfang kein Priester weg. Ja. Dann kriegt fast gar nichts weg am Anfang. Aha, also, außer das stimmt Krieger schon. Vielleicht oder
Ja, das einzig Doofe ist nur, ich habe ja den Drachen nicht, dass ich so viele Hero-Abilities machen kann, wie ich will. Und ich habe den Garnisonskommandanten, die EP-Karte, für 2 Mana, 2-3. Ihr könnt eure Heldenfähigkeit pro Zug 2-mal einsetzen. Die habe ich leider auch nicht. Meinst du, da macht das trotzdem Sinn? Ich würde es einmal zumindest reinnehmen. Das ist eine schöne Druckkarte, finde ich. Ja, okay. Gut. Dann habe ich noch für 6 Mana den Wolframschild, eine Legendary. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Wird sich das lohnen oder nicht? Aber ich glaube, ich würde das ganz gerne mal ausprobieren. Ich meine, es ist für 6 Mana eine 3-9 und verhindert so ein bisschen, dass ich Face-Schaden kriege. Hier nimmt aber auch so ein bisschen, ist natürlich auch sehr langsam, ne? Was sagst du? Meine 6 Mana, 3-9. Das ist eine Legendary. Wolf Ramschild heißt die. Das ist eine Legendary. Das ist. Ich meine, es ist eigentlich recht gut. Dafür, dass er dir den Schaden quasi abhält. So als Off-Tank sozusagen. Ja, genau. Ich würde ihn auch sehr gerne mal in Aktion sehen. Also, ja, ich packe ihn ein. Wie sich das so verhält. Ich denke auch, dass das gegen Rush-Decks auch eine ganz gute Hilfe ist, ne? Wenn man ihn für 6 Mana rauslässt, dann kann zum Beispiel ein Jäger oder einen Zulok oder irgendwas Face-mäßiges, kann dann erstmal nicht wirklich auf mein Face schlagen. Ne? Das ist schon vielleicht nicht schlecht. Ja, das ist richtig. Oh. So, Mogors Champion hätte ich hier noch, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Trostmeister für 6 Mana 5-6 mit diesem Aufdeck-Gedöns. Bei dem muss ich sagen, also da kommt es halt wieder sehr aufs Glück drauf an. Ne? Ja, ja, richtig. Da bin ich auch kein großer Fan von, wenn ich ehrlich bin. Zumal, wenn man einen Sport, also das ist meine persönliche Meinung. Ich meine, vielleicht siehst du das anders oder vielleicht sehen die Leute vor dem Bildschirm das anders. Aber ich persönlich, wenn ich einen Spot spielen will, dann möchte ich mich auch irgendwie schützen, sozusagen. Und wenn ich dann nicht weiß, ob das ein Spot ist oder nicht, in Situationen, wo ich einen Spot spielen will, da bringt er mir eigentlich nicht so viel, oder? Das ist richtig. Das ist durchaus richtig. Das Allerdings Risiko ist einfach zu hoch. Ich glaube, da möchte ich lieber einen Schlickspucker spielen. Dann weiß ich, okay, ich habe einen Spot. Und wenn er stirbt, dann habe ich sogar noch einen kleinen Spot. Das ist für mich sicherer, als den Trostmeister zu spielen, oder? Das ist durchaus richtig, ja. So, dann für 7 Mana Gefangener Jormunga für 5-9er, ich weiß nicht, was sagst du? Ist natürlich von den Stats sehr gut, aber... Von den Stats ist er halt sehr mächtig, ne? Mit 5-9. Ja. Also, Ja, aber er ist einfach, finde ich persönlich, ein bisschen zu langsam. Wenn du nicht gerade ein Hunter spielst in Kombination mit Hundemeister. Ja. Also von dem her, für deinen Magier, nein. Nicht unbedingt, ne? Ja, okay, unbedingt. Bis jetzt haben wir es geschafft, 11 Karten einzubauen. Oh, toll. Ja, ich denke, ich guck noch mal. Ich weiß auch nicht. Also ich habe jetzt 2 One-Drops, die beiden Mana-Würmchen habe ich drin. Ich habe 2-mal den gefallenen Helden drin. Ich habe 2-mal den Knochenwachen-Leutnant drinne. Den Saboteur habe ich 1-mal drin, 2-mal die Maid des Sees, 1-mal den Räuber von Qualdir. Den könnte ich auch noch ein 2. Mal einbauen. Aber ja, bau, ich weiß halt nicht. Also 2-mal ist natürlich dann auch schon, es kann halt böse sein. Ich glaube, ich mache dafür eine Grubenkämpferin rein. Ich finde die ganz gut. Ja komm, dann mach die Grubenkämpferin rein. Einmal mache ich die rein, komm, einmal ist geil mal. Einfach mal zu Testzwecken. Richtig. Wird schon. Dann haben wir hier noch 3 Mana, habe ich halt sehr wenig. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht zwangsläufig Turnierkarten einbauen. Das würde auch gar nicht dann richtig, das funktioniert dann auch gar nicht. So, dann gucken wir doch nochmal bei Magierkarten. Also ich habe auch 2-mal den Streiter von Dalaran mit Inspiration plus 1 Zauberschaden. Das lockt mich ehrlich gesagt sehr. Ich würde den ganz gerne einbauen. Dann würde ich dir sogar empfehlen, einzubauen, ne? Ja, ich finde den ganz gut. Ich meine, man hat von vielen gehört, dass die Karte schlecht ist, aber ich persönlich finde ihn gut. Man müsste es halt auch mal ausprobieren, einfach mal sehen, wie sich das alles verhält. Ja, und dann habe ich hier
noch einmal die Verwandlung Eber. Die habe ich leider nur einmal, aber ich glaube, ich packe sie da noch einmal rein. Ne? Die kannst du einmal reinnehmen, ja. Okay. Ja gut, dann war es das auch erstmal mit dem großen Turnier. Da müssen wir jetzt noch mit normalen Karten auffüllen. Zweimal Portal. Ja, Portal ist immer gut. Okay, dann zweimal Arkane Intelligenz. Dann ja, ist auch eine Option. Frostblitz ist auf jeden Fall Pflicht. Die Frage ist, Flammenkanone, brauchen wir das noch? Kann halt auch ein böser Remove sein, ne? Mhm. Mit 4-4, also 4 Schaden. Ja. Würde ich sogar einmal reinnehmen. Okay. Arkane Explosion in Anbetracht der Tatsache, dass ich doch ein bisschen Zauberschaden habe. Nein. Nein, okay. Arkane Geschosse? Nein. Okay. Dann hätten wir noch Spiegelbild, Schneefresser, Zauber, Lehrling, Duplizieren. Ich würde vielleicht sogar das einmal Spiegelgestalt reinnehmen. Einmal Spiegelgestalt, sagt er. Einmal Spiegelgestalt, okay. Ja, Frostnova, Eisblock hätte ich sogar noch. Flammenschürer. Ah, es ist nicht einfach, so ein Deck zu bauen. Ne? Ich grübel da in meiner Standardserie auch immer vor mich hin. Auf jeden Fall zweimal Feuerball. Das ist auf jeden Fall auch Pflicht. Das ist Pflicht, eindeutig. Natürlich den Flammenstoß dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Einmal? Ja. Ich bin ja ein Freund von Safe-Spielen, deswegen habe ich den im Magier-Deck meistens zweimal drin. Ja, ich kann mich immer nie entscheiden. Deswegen habe ich immer einen Flammenstoß und einmal Blizzard drin. Ja, da. Na, wie viele Slots haben wir noch frei? Jetzt habe ich noch 4. Also ich habe schon 26. Und die Mana-Kurve sagt, wir haben 2 Ein-Mana-Karten, also den Mana-Wurm. Wir haben 9 Zwei-Mana-Karten. 5 Drei-Mana-Karten. 6 Vier-Mana-Karten. 2 Fünfer, 1 Sechser, 1 Siebener. Also 4 sind noch frei. Flammenstoß hast du jetzt schon einmal drin? Genau. Okay. Ja gut, komm, dann packen wir da noch ein paar Dienerchen rein. Weil du das klingt ein bisschen. Lohatep ist auch immer gut. Ja. Lohatep, gar keine Frage, genau. Ist immer gut. Genau, das sehe ich auch so. Ich würde sagen, du packst auch noch, was weiß ich, eine Eule ein. Eine Eule? Okay. Silence ist nie verkehrt. Ja. Gerade gegen solche Kaliber wie Schlickspucker oder diverse legendäre Karten. Okay. Was könnten wir denn da noch rennen? Haben wir noch 2 Schlöttchen. Also 3 Mana Karten sind, glaube ich, ein bisschen wenig. Ich habe jetzt sau viele 2 Mana Karten. Also 10 Stück. Und sehr wenig 3 Mana Karten. Ja, ich schaue auch gerade bei den 3 Mana Karten, was es da noch so effektiv Gutes gibt. Für dich als Magier würde ich das sogar fast sagen. Shredder? Oder was sagst du? Der Schredder kostet ja 4 Mana, ne? Ja gut, das stimmt natürlich. Und 3 Mana, was sagst du da? Hätte ich ja fast den tobenden Worgen mal eingepackt. Dann kannst du ja selber enragen. Den tobenden Worgen oder den Erntegolem. Erntegolem. Natürlich, ja. Wobei ich da auch eher zum Erntegolem tendiere, weil 2-3, kriegst doch mal ein 2-1er als Death Rattle. Allerdings spricht halt beim Worgen dafür, dass du ihn selber enragen kannst, ne? Das sind dann gleich mal 8 Schaden, ne? Mit ja. Windzorn. Ich glaube aber in der Tat, ich nehme, wenn dann, den Erntegolem. Ja, dann nehmen wir doch den Erntegolem. Ja, also ich habe jetzt auch, was ich spielen kann für 1 Mana, Mana-Wurm, für 2 Mana hätte ich die Eule, 2-mal den gefallenen Held, 2-mal Knochenwachenleutnant, 3 Mana, was ich spielen kann, also aufs Brett ist der Erntegolem und der Saboteur, für 4 Mana die Maid des Sees und den Streiter von Dalaran und für 5 Mana die Grubenkämpferin 1-mal, den Lohatep und den Räuber der Qualdir. Für 6 Mana den Bolf Rammschild und das war's. Also höhere Diener habe ich da nicht mehr. Und ich habe noch eine Karte habe ich noch frei. Da würde ich jetzt entweder einen Azurdrachen reinnehmen, einen
Schlickspucker oder. Moment, muss ich selber kurz nachschauen. Oder einen antiken Healbot. Wobei ich da auch wieder eher zum Schlickspucker tendiere, weil wir haben doch recht wenig Taunt in dem Deck drin. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja gut, dann packe ich jetzt einen Schlickspucker rein. So, das ist das erste Deck, was ich quasi in Zusammenarbeit mit dem Ultra gebaut habe. Ist natürlich ein bisschen doof, weil er sitzt nicht neben mir, kann es jetzt nicht effektiv sehen und sitzt vor seinem PC und seinem Account und versucht hat irgendwie im Kopf zu behalten, was ich eingebaut habe und was nicht. Das ist für ihn natürlich auch nicht so einfach und deswegen ist das Deck auch nicht hundertprozentig perfekt und spontan zusammengebastelt. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie es läuft. Und hier ist nochmal die Mana-Kurve für euch. Und da lädt er mich schon ein, der Jinxor aka Ultra. Und irgendwie kann ich das Deck nicht nehmen. Oh, okay, den Fehler hatte ich heute auch schon mal. Den hat sie auch schon mal. Ja. Ja, gut, dann muss ich nochmal ausprobieren. Forder nochmal bitte. Jawohl. Ja, das ist heute ein bisschen Vorführeffekt. Ah, jetzt geht's. Okay. Wunderschön. Ich habe schon fast gedacht, ich hätte die Aufnahme abbrechen müssen, beziehungsweise pausieren müssen. Aber dann ist ja gut. Oder halt zur Not was rausschneiden, klar. Gibt es ein Deck gegen was? Gibt es eine Klasse, gegen die du besonders gerne herantreten möchtest? Nö, das ist mir relativ egal. Du kannst spielen, was du magst. Okay, super. Ob das glaubst oder nicht, wir haben jetzt eine halbe Stunde gequatscht und das Deck gebaut. Also alle, die es bis hierhin durchgehalten haben, schon mal herzlichen Glückwunsch. So. Okay. Meine Starthand ist interessant. Gucken wir mal. Oh. Das sah ja vorher besser aus. Na gut. Ist jemand verletzt? Ja, das könnte spannend werden. Du hast dich für deinen Priester entschieden, ja? Ja, ein kleines bisschen böse sein darf ich auch noch. Ah, okay. Weißt du, er hat jetzt mein Deck gebaut und packt seins aus, womit er mich fertig macht. Naja, gucken wir mal. Man darf ja nicht vergessen, es kommt ja immer aufs Zielglück drauf an. Na klar. Endlich. Oh ja, da habe ich direkt mal den gefallenen Helden ausgepackt. Schauen wir mal, ob der den Zug überlebt. Hast du sogar Glück? Oha. Aber spiel ruhig richtig, ne? Du musst mich nicht gewinnen lassen. Sehr interessant, was du erzählst. Was hast denn du da für einen Mist in deinem Deck? Ja, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Oha, jetzt muss ich echt mal überlegen, wie das ist hier. Will ich das echt machen? Na komm. Zack. Und hier. Und dann mache ich nochmal hier und das. Oi! Ja, und da seht ihr wieder, liebe Kinder, ne? Guckt euch das nicht ab. Ne? Weil hätte ich es andersrum gemacht, dann wäre das schon wieder besser gewesen. Aber Portal später ist immer doof, ne? Das ist jetzt aber nicht sehr freundlich. Nee, das ist nicht sehr nett, ne? Na, gucken wir mal. Ich frage mich, ob... Oha! Dunkler Wahnsinn, ne? Das ist in der Tat ein Wahnsinn. Na gut. Oh, da passt aber von der Mana her nicht so schön. Na, gucken wir mal. So, Erntegolem. Wir hatten eben noch drüber diskutiert, jetzt ist er da. The Almighty Erntegolem. Jo. Wissen ist Macht. Oh, da hast du ihn ja. Sauerei. Tja, wer kann, der kann, ne? Ja, wer hat, der hat. Ich sehe das schon. Ah, die kriege ich jetzt auch gar nicht so leicht weg. Aber soll's.
ist jetzt in der jetzigen Situation sehr, sehr unschön, was du da tust. Ja, die Grubenkämpferin, die fandst du ja nicht so toll. Gucken wir mal. Ich bin ja jetzt am Überlegen, ob ich etwas greedy sein soll oder einfach nur böse. Ah, du musst schon richtig spielen. Du kannst mich jetzt auch nicht gewinnen lassen, ne? Ja, ja, das ist mir durchaus bewusst. Nur ich habe gerade so viele Optionen. Er hat so viele Optionen, wie er mich vernichten kann. Oh mein Gott, okay. Du weißt doch, die Priester gewinnen gerne mit den Karten von anderen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ich könnte hier auch ein paar Sachen machen, ne? Ich könnte hier definitiv ein paar Sachen machen. Aber die Frage ist, welche Sache mache ich? Was soll ich nur tun? Ja, da musst du schon die Keulen auspacken, du. Ich glaube, ich mache erstmal so. Oh. Dann mache ich so. Heieiei. Und dann. Ja, das hier wäre jetzt doof, ne? Ich meine, ich muss das ja so sagen, weil er hört mich ja sprechen, ne? Aber ihr wisst Bescheid. Das hier wäre, glaube ich, doof. Ja, komm. Oder? Ja, komm, machen wir mal so noch. Oi! Unbalanced Portal. Unbalanced Portal Nummer 2. Aber das mache ich nicht jetzt. Ja, vielleicht war es auch doof. Vielleicht hätte ich es auch direkt machen sollen, aber... Lasst uns handeln. Oh. Ihr gebt auf. Oh. Ich lasse euch handeln. Okay. Also im Moment bin ich aber auf jeden Fall mit meiner Grubenkämpferin zufrieden. Er hat immerhin zwei, ja, sagen wir mal anderthalb Karten kaputt gemacht. Ah, ja, einfach ist das nicht. Aber jetzt ist die Frage, wenn ich den spiele, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt, ich glaube, das funktioniert, ne? Oder? Ihr seid die Fachmänner, ich weiß es nicht genau. Also ich mache das jetzt so. 3 plus 1. Ne, das passt. Ne, das würde nicht passen. Ja doch, würde passen. Ist dasselbe, ne? Machen wir mal ja, so. Jetzt bin ich ja mal. Ja, sorry, sorry. Ja, ja. So. Keine Panik. So. Das. Oh je, das kann ich dir aber nicht durchgehen lassen, du. Ah, das Doofe ist, ich merke schon langsam so ein bisschen das Manko an dem Deck. Ich habe sehr wenig Card Draw. Oder einfach nur Pech gehabt, dass ich die arkane Intelligenz nicht gezogen habe bisher. So viel kann ich schon mal sagen. Grüße aus dem Jenseits. Oha. Um nicht zu vergessen, ihr riecht wie ein Lepragnom. Ja. Ich glaube, da ist fast das hier fällig, oder? Aber der Blöde. Oh, jetzt kommt der böse Flamestrike. Ja, genau. Den habe ich gerade in der Hand, aber ich kann da natürlich nichts mehr aufs Brett legen, ne? Das ist natürlich auch nicht so schön. Tja, da musst du dich jetzt halt schon entscheiden. Da muss ich mich schon entscheiden, sagst du, ne? Ja, ja, komm, ich mache es einfach mal. Okay. Ich glaube, ich werde das bereuen, ne? Folgt dem Ruf des Lichts. Hatte dein zufälliger Partner die Karte auf die Hand, okay? Hallöchen! Oha! Und guck mal, hast du noch Schönes von dir bekommen? Oh! Ja, die hätte ich gerne selber immer. Ah, J. Na gut. Ja, das setzt voraus, dass ich das auch direkt mache, ne? Sonst ist das Quatsch. Ich mag Raubzüge. Er mag Züge. Aber ich mach das einfach mal. Ja, wie gesagt, wir hatten das ja am Anfang besprochen bei dem Deckbau. Jetzt sind wir in der klassischen Situation, wo ich nichts gegen diesen scheiß Qualdir-Heidi machen kann. Kannst du nicht? Außer... außer Schattenwort tot. Jetzt kommt das große Aber. Außer Schattenwort tot, das kann er machen, ne? Der geht immer.
Sollen wir Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? Okay, okay. Das ist so. Natürlich nicht schlecht. Machen wir das. Es tut mir zwar tierisch weh, das jetzt zu ziehen für einen popligen Diener, aber der muss weg. Das ist eine Bedrohung. Okay, okay, okay. Aber cool. Ich glaube, wir können direkt mal was Cooles ausprobieren. Nämlich, meine Heldenfähigkeit kostet jetzt 7. Aber was passiert, wenn ich die ausspiele? Dann kostet sie wieder nur 1. Wieder 1. Okay. Das ist natürlich ein Hardcounter. Ja, das ist natürlich... das ist wahr. Tja, ich glaube, ich spiele jetzt mal den aus. Ui, 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 ui. Da kommen die Legendären aufs Feld. Jupp. Das gefällt mir jetzt so ganz und gar nicht, muss Meinst ich sagen. Meinst du? Ach komm. Schattenwort Schmerz finito, denke ich mal. Ja, das Schöne an Schattenwort Schmerz ist, ja, man hat es nie auf der Hand, wenn man es braucht. Ach so. Ich glaube, ich klaue mir einfach noch mal ein paar Karten von dir. Na, so einer ist das. Ich bin vom Fluch. Guck mal, das kann ich jetzt auch. Okay. Gut gespielt. Was mich jetzt allerdings auch mal interessieren würde... Was denn? Pass mal auf. Wenn ich jetzt die Hero Ability ziehe, ja? Ja. Ob dann trotzdem dieser Inspirationsbonus ausgelöst werde, obwohl ich jetzt volles Leben habe. Ach so, ja, ja, das würde mich auch interessieren. Aber ich denke schon, ich meine, du machst eine Fähigkeit. In der Tat, in der Tat. Ja. Das war ja auch witzig. Ja, der Doofe ist natürlich, du kannst den jetzt wegtraden, ohne dass du ihn angreifen musst und was opfern musst, ne? Das ist richtig, ja. Das ist, ich kann dir nur stur ins Gesicht gehen, ohne dass ich mich selber verletzen muss an dem hier. Ja. So, was machen wir da? Ich glaube, da machen wir... Ich glaube, da machen wir... Ja, mit dem muss ich auf jeden Fall Data kaputt machen, ne? Das ist klar. Oder? Ja. So. Kluge Wahl. Muss ich jetzt, machen wir denn da? Ich glaube, machen... Oder? Ich meine, die zu benutzen, weiß ich nicht. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Was sagt ihr? Ja, mir läuft die Zeit davon, ich weiß. Na, warte, wir machen das jetzt doch so. Uha. So. 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 Und so. Und so. Ich glaube, der Zug war nicht ganz so cool. Aber dann ist der Board wenigstens frei und ich habe noch 3 Dudes da liegen. Und ich meine, Nova wäre jetzt fatal, da ist er auch. Aber... In der Tat. Wie viele Finger zeige ich? Wie viele Finger zeigst du? Na gut. Was war denn das nochmal? Er hält jedes Mal 2 Angriffe, wenn ein Charakter geheilt wird. Okay. Lichtwächterin, wenn sie ausgewachsen ist. Wissen ist Macht. Und ich weiß ja nicht. Oh. Ah, sieht trotzdem gar nicht so gut aus für mich. Sieht gar nicht so gut aus. Die Verdammten stehen bereit. Oha. Die Verdammten stehen bereit. Boah, inneres Feuer, ne? Ja, kannst du dem lieben Freund Nexus-Prinz danken? Ah, gucken wir mal. Ach du meine Güte, ne? 7-4er ist das schon. Ja, ich meine gut. Ein Board. Heldenfähigkeit, zack, zack, wäre die weg. Aber ich möchte den 3-5er eigentlich nicht dafür
Andererseits macht die gleich richtig krasse Sachen, ne? Ah, tut mir in der Seele weh, aber ich muss, glaube ich. Das wird zu krass sonst. Ah, er hat noch 4 Karten auf der Hand, ich keine mehr. Das ist keine schöne Situation. Ich meine, ich habe noch 11 Karten im Deck, er noch 9. Aber ich bin schon far behind, kann man sagen. Und an der HP hat sich nichts getan. Also wir sind beide schon sehr control-heavy. Ich bin mal gespannt, ob sich das in der Ladder auch bewährt, das Deck. Boah, für 8 Mann. Oh Gott. Okay. Ich kann es mir ja leisten. Ja, richtig, richtig. Oha. Ja, der bringt mir jetzt auch herzlich wenig. Ich weiß nicht, soll ich oder soll ich nicht? Ja, was ist es denn? Ah, es bringt mir halt nicht so viel. Ja, meine Hero Ability denied halt deine, ne? Aber ich kann jetzt halt auch keinen, oder? Kann ich? Doch, kann ich. Oder kann ich nicht? Och, das ist doch... Gerechtigkeit. Boah. Tja. Ja, ja. Die Justizjagen ist böse. Oder was auch immer das war. Oi, oi. Die 3-2er letzte mir, wolltest du lieber den Dicken wegtraden, ja? Ja, 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 ja. Okay. Ich will dir doch den Hauch einer Chance lassen. Ah, das Doofe ist, die kriege ich jetzt überhaupt nicht weg, ne? Gucken wir mal. Gut gespielt. Aber ich denke, das wirst du gewinnen. Schauen wir mal, 9 Karten sind noch drin in der Kiste. Ja, das möchte ich eigentlich ungern verwenden. Ja, das war so. Ist schon ganz schön viel Fratzenschaden gerade, gucken wir mal. Das könnte was verändern. Oh, ein Eulchen. Jo. Sag ich's nicht, ein Eulchen ist immer gut. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Dieses Mal fallt ihr. Aber. Ja. Wie viele Finger zeige ich? Gut gespielt. Ja, die finde ich echt stark hier, ne? Die für die 4 Mana-Karte vom Priester, die haut rein, ne? Die ist auf jeden Fall sehr, sehr mächtig. Also, ob die so bleibt, bleibt noch so dahingestellt. Also, ich glaube nicht, dass die lange so stark bleiben wird. Das ist auf jeden Fall krass, ne? Allein schon die Tatsache, für 4 Mana eine 3-5 ist schon stark. Und dann erhält jedes Mal plus 2 Angriff, wenn ein Charakter geheilt wird. Das ist sehr, sehr stark, ne? Boah. Ich meine, gut, Silence hin oder her. Aber das muss man erstens so häufig im Deck haben und zweitens auch auf der Hand haben, ne? Jetzt hat er hier einen 9-9er Dude stehen. In der Tat. Ich meine, gut, ich kann jetzt hier einen Saboteur machen. Das und das. Das gefällt mir aber nicht. Gut gespielt. Das gefällt mir jetzt aber nicht so wirklich. Ja, gut. Ach, guck mal, wenn du den klaust, dann ist das nur 1. Hast du ja gesehen? Ja, ja. Aber ich habe halt 10 Mana dafür ausgegeben, ne? Deswegen, ich habe ja keinen Mana mehr, um das nochmal zu usen. Ja. Hast du vergessen, mich anzugreifen, du Schlingel? Nein, 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 das war beabsichtigt. Ach so, der war beabsichtigt, komm. Ja. Jetzt zieht der noch? Nein! Habe der. Ja, ja, wie war das ja, noch gut. Hier von wegen der Almighty Flammenkanone? Ja, ja. Oh!
Oi. Oha. Grüße aus dem Jenseits. Grüße. Gut gespielt. Ja. Das ist jetzt halt natürlich sehr heavy, was da jetzt aufs Board kommt. Ja, die Karte hätte ich auch gern. Geringe Heilung. Warte. Ich geb dir jetzt noch mal eine Gnadenfrist, weil ich möchte mal das gleich mal testen. Gnadenfrist, ja. Ja, ja. Okay. Wir haben unser eben beide fast schon leer gespielt. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, in der Ladder sind unsere beide Decks einfach zu langsam, meinst du nicht? Och, dezent. Oh ja, das funktioniert. Aber man sieht nicht? Ah doch. What? Krass. Ja, das war jetzt schon... Das war gut, 16. Ne? Das war gut. Ja, okay. Ja. Das war dann jetzt erstmal die Folge für heute, würde ich sagen. Beziehungsweise, für heute ist ja Quatsch. Aber das war auf jeden Fall die Magier-Folge von The Grand Tournament, beziehungsweise das große Turnier. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dem Ultra für die Hilfe, beziehungsweise den Spaß bei dem Deckbau mit dem Magier. Und immer wieder gerne. Und ja, ich werde dann wahrscheinlich nochmal irgendwann mit euch zusammen das Deck nochmal in der Ladder spielen, in der normalen Spielen gewerteten Serie. Ich meine, die kennen ja die meisten von euch. Link dazu ist ja auch in der Videobeschreibung. Und vielleicht werde ich auch nochmal mit dem Ultra zusammen noch ein paar andere Decks bauen und die ausprobieren. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, ne? Tschö. Ciao.